Ja, schönen guten Nachmittag. Dann darf ich Sie alle ganz recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz, zu Ihrer wahrscheinlich dritten oder sogar vierten Pressekonferenz heute, je nachdem, ob Sie auch in Frankfurt waren oder nicht. Auch bei uns natürlich das naheliegende Thema jetzt zum Schulstart, wie weiter mit Hessens Schulen in der Corona-Pandemie. Dazu wird jetzt gleich Elisabeth Kuhler, die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, ein kurzes Eingangsstatement vortragen. Und dann haben Sie natürlich die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Bitte. Ja, nochmal von mir. Herzlich willkommen im schönen, kühlen, neuen Presseraum. Nächsten Montag geht es wieder zurück an die Schulen. Rund 760.000 Schülerinnen und Schüler und 60.000 Lehrkräfte kommen wieder zurück an hessische Schulen. Und dieses Jahr ist es ja etwas ganz Besonderes. Der Schulstart steht natürlich unter dem Vorzeichen der Corona-Pandemie, die weiterhin das Alltagsleben von vielen Hessinnen und Hessen maßgeblich bestimmt. Unter anderem durch Reiserückkehrer, aber eben auch lokale Events kommt es wieder zu einem Anstieg der Neuinfektionen und eine zweite Welle ist nicht mehr auszuschließen. Und darauf müssen natürlich auch die hessischen Schulen vorbereitet sein. Wir als Linke im Hessischen Landtag haben bereits vor den Sommerferien angemahnt, dass die Landesregierung einen Plan B braucht für den Fall eines Anstiegs der Infektionszahlen. Genau deswegen haben wir einen gemeinsamen Antrag mit der SPD-Fraktion eingebracht, den wir gerade auch nochmal verteilt haben, der einen Vorschlag auf den Tisch legt, wie Unterricht auch im Falle einer sich verschlimmenden Pandemie gewährleistet werden kann. Und wir haben Ihnen diesen Antrag eben nochmal gemacht. Leider, muss man sagen, hat der Kultusminister aber in den 6 Wochen Sommerferien kein Konzept für die hessischen Schulen auf den Weg gebracht. Und man muss sich schon mal fragen, warum hat denn alles so gut geklappt, wie der Herr Lorz das heute Morgen so schön gesagt hat? Ja, doch zuallererst mal, weil die Menschen in Hessen teilweise ihren gesamten Jahresurlaub aufgebraucht haben, um Betreuungslücken zu schließen und weil viele Lehrkräfte manchmal über ihren eigenen Kapazitäten hinaus Wege gefunden haben, weiterhin Bildung vermitteln zu können und eben nicht, weil es ein gelingendes Konzept der Landesregierung gab. Dabei muss ja eines ganz klar sein. Oberstes Ziel der Politik muss es jetzt sein, kommende Schulschließungen so gut es geht zu verhindern. Eine Situation wie im Frühjahr, wie wir sie hatten, darf nicht nochmal vorkommen. Wir verlieren mit Schulschließungen sehr viele Kinder und Jugendliche, die eben in ihrem Recht auf Bildung erheblich beschnitten wurden. Und es war jetzt wirklich genug Zeit, um eben die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit komplette Schulschließungen in der Zukunft nicht mehr notwendig sind. Für Hessen gibt es aber eben leider keinen Plan B und viele Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler haben Bedenken, wie Schulen vor Ort die kommenden Wochen eben bestreiten werden. Denn es sind wieder die Schulen, die hier scheinbar alleine gelassen werden. Sie müssen vor Ort mit den Gesundheitsämtern, mit den Eltern die Verantwortung übernehmen und Lösungen für die pandemiebedingten Probleme finden. Und das ist eben das Problem. Wie mit der Pandemie umgegangen wird, ist vollkommen davon abhängig, wie die lokalen Beteiligten und Behörden die Sachlage einschätzen. Und das war in der Vergangenheit eben sehr uneinheitlich. Deswegen, es gehört in den Verantwortungsbereich von Herrn Lorz, Klarheit und Verlässlichkeit für die Menschen zu schaffen. Genau deswegen braucht es ein Konzept für Hessens Schulen. Beispielsweise einen Stufenplan, der klare Vorgaben macht, ab welcher Höhe der Neuinfektion welche Maßnahmen greifen. Sicherlich ist es auch wichtig, Spielräume, Lokale zu lassen für die Ausgestaltung, aber dennoch, wir brauchen endlich verlässliche Aussagen, was passiert, wenn die Infektionszahlen ansteigen oder eben auch wieder zurückgehen. Ein solcher Stufenplan, wie ihn beispielsweise auch die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin vorschlägt, kann Schulschließungen verhindern und verschiedene Formen von Unterrichtsgestaltung je nach Infektionsgeschehen vorsehen. Und zu so einem Stufenplan gehört dann natürlich eben auch die Frage einer Maskenpflicht. Aber eine generelle Maskenpflicht alleine ist bei bestem Willen kein Konzept. Und dass der Kultusminister diese Maßnahme erst 2 Tage vor dem Ende der Sommerferien verkündet, zeugt eher davon, wie viel Druck auf ihn ausgeübt wurde, überhaupt noch etwas zu beschließen, bevor es wieder losgeht. Ausreichend ist das aber bei weitem nicht. Was es jetzt braucht, ist wirklich entschlossenes Handeln und Verlässlichkeit, Unterrichtskonzepte, wie auch unter Pandemiebedingungen Bildung garantiert werden kann und einen Stufenplan, welche Maßnahmen bei welcher Höhe der Neuinfektionen greifen. Ein 3. Baustein ist die Ausweitung der Testmöglichkeiten.
Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass Lehrkräfte und ErzieherInnen kostenlose Tests auch ohne Verdachtsfall zur Verfügung gestellt wird. Das haben wir auch als Linke schon lange gefordert und freuen uns, dass es jetzt dann doch endlich umgesetzt wird. Allerdings muss es auch möglich sein, wenn es Verdachtsfälle gibt, dass sich andere Kinder und Eltern kostenlos testen lassen können. Das ist bisher leider nicht möglich, wäre aber notwendig, um Infektionsketten eben noch besser verfolgen zu können. Und generell, mal nebenbei, wäre es auch eine Sache der Gerechtigkeit, wenn auch Altenpflegerinnen und Altenpfleger die Möglichkeit bekommen würden, sich kostenlos testen zu lassen. Schließlich ist diese Berufsgruppe besonders gefährdet. Geboten wäre es auch, den Prozess der Schulöffnung, wie eigentlich auch angekündigt, wissenschaftlich begleiten zu lassen, denn die Ergebnisse der Studien zu dem Einfluss von Schulöffnungen auf das Pandemiegeschehen sind bisher sehr vage und uneindeutig. Insgesamt hat der Kultusminister es leider versäumt, die Schulen gut für die nächste Zeit aufzustellen. Da sind Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu Recht empört. Kommt es zu einer zweiten Welle, werden leider wieder Schulschließungen nötig sein. Und das hätte man eben mit einem Stufenplan, digitaler Ausstattung und zusätzlichem Personal verhindern können. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, die hausgemachten Probleme an den Schulen, der Lehrermangel, die Überlastung, fehlende Investitionen und Unterstützung sind nicht weg, sondern verschärfen sich eher durch die Corona-Krise weiter und müssen dringend angepackt werden. 6 Wochen Sommerferien für ein Schnupfenpapier, das ist viel zu wenig und der Lage, in der sich die Menschen in Hessen befinden, überhaupt nicht angemessen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Elisabeth Kuhler. Gibt es von Ihrer Seite aus Fragen? Herr Bartels, ja. Vielleicht eine kurze Frage zum Thema Maskenpflicht. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen sagt ja zumindest versuchsweise, ziehen wir das jetzt mal durch. Jetzt klar, werden Sie nicht übrigens sagen, dass die CDU macht das super. Aber warum sagen Sie, das ist in Hessen schon okay, wie wir es jetzt hier machen? Also ich habe ja vorgeschlagen, das über einen Stufenplan zu machen. Das bedeutet, wenn jetzt über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen zu verzeichnen sind, dann schlägt beispielsweise die Akademie für Kinder- und Jugendmedizin vor, ab dann sozusagen für alle Jugendlichen und Kinder in der Schule Maskenpflicht zu machen, aber selbst dann nicht im Unterricht, aber für alle. Und sie sagen, ja, ab 25 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen ist das zum Beispiel für zumindest die unteren Klassen noch nicht notwendig. Also ich glaube, man muss eben das daran ankoppeln, wie eigentlich das Infektionsgeschehen vor Ort ist und auch die Maskenpflicht muss ein Teil eines Stufenplans sein. Ich bin nicht dafür, generell für ein gesamtes Bundesland an allen Schulen auch im Unterricht Masken tragen zu lassen, ohne sozusagen auf das Infektionsgeschehen zu achten. Also es muss wirklich geguckt werden, es muss klar sein, ab wie vielen Neuinfektionen passiert was. Und das fehlt eben total in Hessen. Vielen Dank. Weitere Fragen von Ihrer Seite? Ich sehe keine. Gut, dann vielen Dank, dass Sie da waren. Noch einen schönen Arbeitstag und ein hoffentlich gut startendes Wochenende.